Achso, die haben ja irgendwas von Katze gesagt. Dann nehmen wir jetzt mal Katze. Wir haben ja verbesserte Katze, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, wo sind denn... Hä? Ach, da. Ach je, Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Da ist irgendwas drunter. Geralt? Warum führt uns das Ding eigentlich wieder raus? Also das Navi. Ist ja doof. Naja. Und da sind wir doch gekommen. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst! Das sind Muskeln. Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Na dann. Moment, hier mal gucken. Hier ist nix. Okay. Menü. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher. Um Speerspitze aufzuwecken. Was? Hast du Angst? Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich. Bin bloß ausgerutscht. Man kann auch klettern. Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Er zeigt uns das Wegdingens hier wenigstens einen richtigen Weg an. Glaube ich. Ich sehe trotz Katze nicht wirklich viel. Ist hier sonst noch was? Nö. So, wo bleibt er denn? Aha. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ja. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Ich glaube, da kommen wir im Guten nicht vorbei, oder? Tja. Ach, da hätten wir hoch müssen. Ich komme auch so zurück. Na gut, der ist keine große Herausforderung. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Vielleicht hätten wir den auch direkt im Schlaf schon umhauen können. Naja, nur ist egal. So.
So, ich wollte aber mal bei Alchemie nochmal reingucken. Vielleicht was... Hier ist absurd. Ja, wie... Also, das nervt auch, dass das immer wieder angezeigt wird. Ja gut, die Mutagene lassen wir jetzt mal. Weiße Möwe lassen wir auch. Aha, aha. Erhöht die Zeichenintensität. Sehr schön. Das brauchen wir hier. Balissa-Frucht und Kreuzdorn. Balissa-Frucht haben wir ein paar gefunden. Aber nicht genug. Sehr schön. Ja, da fehlt halt immer noch Mistelzweig. Gut. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Ja, ja. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Ich glaube nicht nur fast, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, ich will jetzt... Können wir Katze irgendwie aufheben? Eigentlich schon, ne? Mit einer Bombe sicher nicht. Absolut, ganz sicher auch nicht. Erhöht die maximale Vitalität. Das ist aber, das ist geil. Ja, das ist richtig schön. Gut, weißer Honig. Können wir, glaube ich, nicht herstellen, ne? Ah, doch, doch, doch. Wir können es wieder herstellen, natürlich. Indem wir meditieren. Aber das will ich ja jetzt gerade nicht. Ach, da lang. Moment. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, machen wir das doch, wenn wir schon hier sind. Lambert interessiert es nicht. Warum auch? Ich find's krass, wie wichtig das, die Alchemie hier eigentlich ist. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Ja, in der Tat. Hexase, nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Nein. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel. Oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben Sie verstanden.
gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Lambert, du gehst mir auf und sagst, du bist so ein Vollidiot, ganz ehrlich. So ein Trottel. Na, geht doch. Sind wir alleine? Oh. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Halt doch mal das Maul. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Stimmt. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexer, gut? Ja. Dumm Troll, du. Hexer sind Monstertöten. Troll sind sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Blöck, Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Na dann. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Heul dich nachher bei Eskel aus. Du hast sie provoziert. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Da schnauft jemand aber ganz schön. Ja. Bist wohl nicht mehr in Form. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Stimmt. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Na gut. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. So, die zwei auch noch. Nein, anlassen bitte. Das nehmen wir mit. Erledigt. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche.
Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber. Also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Natürlich. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das ist echt krass. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Hoffentlich sind die noch da. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Nö. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Ich wüsste jetzt nicht, was wir da noch sollten. Können ja jederzeit wieder hin, denke ich mal. Also von daher machen wir mal weiter. Yes. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Na gut, dann suchen wir Eskel. Hallo? Los, los! Na, geht's schon weiter mit den Spuren? Ja, geht es. Sehr gut. Da haben sie aufgehört. Beweg dich! Oder gehen halt woanders lang. Ja. Langsamer! Da hat mich wieder der Husten überrascht. Sehr komisch heute. So, nee, ich gehe mal zu Fuß weiter. Das ist wirklich besser. Ich
irgendwie auch so ein trockenes Gefühl in der Kehle. Nicht, dass ich wirklich noch krank werde. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Nicht mitten im Sommer. Und nicht kurz, bevor ich in Urlaub fahre wieder. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion, Eskelslager. Schönes Tier. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Ja, ist echt ein schönes Tier. Das muss man zugeben.